This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es um die Frage mit den Gelüsten, mit dem Nicht-Befriedigt-Sein nach dem Essen. Und viele fragen mich immer wieder so, mir reicht es nicht, wenn ich nur Rohkost esse. Ich werde davon nicht satt, mich befriedigt es nicht. Beziehungsweise nach dem Fasten habe ich Gelüste wieder. Nach dem Fasten kommen wieder die Gelüste auf so ungesundes Essen. Und dann habe ich Fressattacken und fühle mich schlecht und so. Und in dem Video wollte ich euch einfach mal erzählen, woher das kommt. Wie das zusammenhängt, eben mit der Entgiftung. Also im Prinzip ist es so, es kommt nur darauf an, wo man sich gerade befindet, was der Körper gerade ausscheidet an Giften. Im Prinzip ist es ein jahrelanger Reinigungsweg mit der Rohkost. Also es kommt darauf an, wie gereinigt der Körper ist und was man früher zu sich genommen hat. Das heißt jetzt Medikamente und das ganze alte Essen eben auch, was da schon drin war. Also wenn nach dem Fasten zum Beispiel diese krassen Gelüste hochkommen, was viele haben, dass sie dann wieder Lust haben auf, keine Ahnung, Schweinshaxe, weil sie erst ein, zwei Jahre vegan vorher waren, dann fasten sie und dann haben sie wieder Lust auf, ja, irgendwie Schnitzel, auf Fleisch, auf Steak oder was auch immer. Und jetzt fährt gerade hier ein Auto vorbei mit dem, so. Diese Gelüste, die kommen nur davon beim Fasten oder nach dem Fasten, weil der Körper jetzt die alten Gifte wieder ausscheidet. Alles, was man mal zu sich genommen hat, das lagert der Körper ein. Und jetzt nach dem Fasten möchte das wieder ausscheiden. Und daher kommen die Gelüste so. Und was man jetzt machen kann, wenn diese Gelüste wieder hochkommen, dann sollte man es ja mit was Gesünderem stoppen. Und dann kann man schrittweise eben voranschreiten. Wenn ich jetzt früher zum Beispiel viel Fett gegessen habe, irgendwelche Transfette, frittierte Sachen und so, dann gehe ich halt erstmal dahin, dass ich kaltgepresste Öle esse. Dass ich rohköstliche Salate mit kaltgepressten Ölen oder so esse. Und dann ersetzt der Körper das erstmal damit. So. Und dann gehen die Gelüste irgendwann weg. Dann gehen die Gelüste nach diesen Transfetten, nach diesem ungesunden Zeug weg. Mit den Monaten, mit den Jahren. Je nachdem, wie schnell man den Körper entgiftet. Dann hat man vielleicht einfach noch Gelüste nach Fett. Dann kann man irgendwann eben das durch Nüsse ersetzen, anstatt kaltgepresste Öle. Und so kann man eben voranschreiten und immer natürlicher essen. Das kann man jetzt eben nicht nur mit Fetten machen, sondern egal mit welchen verarbeiteten Lebensmitteln, statt zu Weißmehlprodukten mit E-Nummern und Fertigprodukten zu greifen, greift man einfach nur zu selbstgemachten Vollkornprodukten, dann lieber zu Dinkel oder irgendwann zu Pseudogetreiben. Und irgendwann vielleicht zu Rohkostcrackern aus Leinsamen oder Chiasamen oder irgend sowas. Und so kann man das eben schrittweise ersetzen und dann verschwinden die Gelüste immer mehr. Und ihr werdet merken, umso mehr der Körper sich reinigt, umso weniger werdet ihr einfach Gelüste darauf haben. Und es ist eben einfach ein Prozess. Man soll sich da niemals ein schlechtes Gewissen machen lassen. So, ey, jetzt hat man wieder Lust darauf. Es kommt eben daher, dass der Körper das einmal gerade ausscheidet, weil man noch vielleicht emotional an diese Sachen festhält. Genau. Und das dann einfach durch gesündere Sachen ersetzen. Es ist eben ein langer Weg und es geht nicht von jetzt auf gleich. Viele wundern sich dann, ey, ich esse jetzt ein Jahr schon Rohkost. Dabei haben sie vorher sogar noch vor einem Jahr Fleisch gegessen oder so. Und jetzt kommen so viele Gelüste noch und ich schaffe das nicht beizubehalten. Ist Rohkost vielleicht doch nicht das Richtige? Es ist einfach nur, weil der Körper noch nicht so sauber ist. Das braucht. Bedenkt mal, ihr habt euch 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre lang irgendwie nur von Schrott ernährt. Und das geht nicht innerhalb von ein paar Monaten alles zack raus. Sauberer Körper. Man sagt ja auch, jede Zelle des Körpers erneuert sich innerhalb von 7 Jahren. Also nach 7 Jahren habt ihr wieder einen komplett neuen Körper aus 9 Zellen, die wieder gesund sind. Und ja, dann ernährt euch mal 7 Jahre von Rohkost und dann könnt ihr mal schauen, wie dann das mit Gelüsten ausschaut. Ich verspreche euch, das sind keine Gelüste mehr auf Gekochtes, das sind keine Gelüste mehr auf sowas. Das will man dann gar nicht, das braucht man gar nicht.
zum Beispiel faszinierend, so von meiner damaligen Freundin, die Schwester, die hat ihr Leben lang irgendwie nie Cola getrunken und sowas und so süße Sachen. Und weil sie eben Asthma hatte und alle möglichen Allergien, und die hat immer nur Wasser getrunken. Und die hatte auch gar keine Lust, Cola zu trinken. Wenn du das nicht gewohnt bist und nicht auf dieses Suchtmittel gebracht worden bist, dann hast du da keine Lust drauf. Das ist wie mit Kippen, das erste Mal rauchen. Jeder hustet sich da einen ab und dann macht man es nochmal und irgendwann gewöhnt sich der Körper dran. Und dann ist man süchtig und dann braucht man es. Und genauso ist es so mit dem Essen. Die Kinder, denen werden Süßigkeitenautomaten in die Schulen gestellt und Süßigkeiten als Belohnung gegeben und eben künstliche Süßigkeiten. Und dann werden die eben abhängig davon. Wir verbinden es einmal mit Glücksgefühlen, mit Belohnung. Dann wird es verbunden einfach mit den schönen Situationen, die man in der Kindheit hatte. Und ja, eigentlich sollte das nicht der Fall sein, dass zum Beispiel Süßigkeitenautomaten, Softgetränkeautomaten in Schulen stehen. Wieso wird sowas gemacht? Sollte man sich dann auch mal fragen, was macht man mit seinen Kindern? Was tut man denen abends so? Und man tut denen damit nichts Gutes. Und es muss eben alles wieder raus. Wenn es mal draußen ist, es dauert eben jahrelang. Und daher kommen die Gelüste. Ersetzt es durch gesündere Sachen Schritt für Schritt. Und die Gelüste werden automatisch mit der Zeit verschwinden. Habt Geduld und stresst euch da nicht selber rein. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.